Hallo zusammen, ich bin Bisso Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 als Persien auf Gotthard auf der Greatest Earth Map. Wir haben immer noch keine Atombomben, was mich auch sehr enttäuscht. Aber wir müssen halt hart dran arbeiten, der nukleare Winter kommt nicht von selbst. Das heißt, wir werden jetzt zuerst noch... Kurzer Moment. Technische Schwierigkeiten. Wir werden zuerst... Jesus, welche Taste hängt denn jetzt schon wieder? Okay. Qiandong beschießen. Wenn es denn soweit ist. Du musst dich in Sicherheit bringen. Ganz weit weglaufen. Jetzt habe ich Angst, dass der meine schöne Artillerie hier angreift. Oh, das tut dir gar nicht weh, Panzerchen. Bumsti! Geh mal. Panzer sind cool. Ich mag Panzer. Also in Ziv. Ansonsten weiß ich nicht. Bin noch nie persönlich geworden mit einem Panzer. Was, wie ich jetzt mal annehmen würde, eher gut für meine Gesundheit ist. Aber ja, ich meinte nur Ziv. Grundsätzlich alles, was ich sage, ist bitte nur auf Ziv anwendbar und nicht immer auf das, was ich in meinem Offline-Leben sage. Ist grundsätzlich immer nur Ziv-related. Du gehst wohin? Wollen wir dich fürs Holzen irgendwo abstellen? Da kann man zwei nachher holzen. Aber du brauchst noch 18 Runden, bis das depperte Forschungslabor, das eh keiner braucht, fertig ist. Oh, ich kann Maschinengewehr. Oh, ja, yeah, right. Hey, warte mal, habe ich ihn nochmal Regierung wechseln sollen? Upsi. Mein Fehler. On the plus side, Maschinengewehr. Ne, jetzt kann ich das natürlich nicht mehr machen. Bin natürlich mal wieder zu spät drauf gekommen. Eh klar. Wollen wir nicht fürs Holzen? Irgendwo. Nee. Boah, eine Wüstenhügelmine. Du baust eine Nicht-Wüstenhügelmine, was eine viel schönere Mine ist. Die schönste aller Minen. Da oben war irgendwo ein Depperter. Er ist aber wieder weg. Ambusschütze meine ich. In dieser grässlichen Purpurfarbe hier. Ich meine, ich weiß, dass das hier gerade völlig sinnlos ist, aber irgendwie muss man ihn auch beschäftigen, sonst wird er... Das ist, sonst wird er fett und faul und so. Mit Hergenin und Zäfen gerinnen. Ich meine, wir haben ein paar, glaube ich. Aber... Achso, ich könnte jetzt die Politik ändern, aber jetzt will ich ja gerade wieder nicht. Weil ich Maschinengewehre machen will. Okay, in 4 Runden kann ich sie ändern. In 2 Runden können wir das Manhattan-Projekt bauen. Moment mal. Ich glaube, die Artillerie wird schlichten einfach abgebrochen. Die Artillerie ist nicht so wichtig wie unsere Atombomben. Okay, das ist ihn angegriffen. Gute Wahl. Oh, warte mal, hast du noch eine Aufladung nachher? Ja, cool. Das heißt, nachher gehst du das Uran anschließen. Ups. Nicht auf mich schießen. Aua. Was? Du bist Frieden. Wollen wir jetzt Frieden machen mit ihm? Oder wollen wir die erste Atombombe auf ihm aus? Ihn hätte ich ein bisschen Lust, die erste Atombombe an ihm auszuprobieren. Auf der anderen Seite können wir auch einfach Frieden machen und dann trotzdem Atombombe draufhauen, ich meine. Wir haben keine Sympathien mehr zu verlieren. Wie viel Gold bist du gewillt mir zu geben gerade? Ich meine, es ist nicht schlecht. 45? Machen wir Frieden? Weiß nicht, ich bin... Der Uran, der Sack. Okay, er muss definitiv atombebombt werden. Sonst atombombt der noch hin und zurück. Wenn wir nicht aufpassen. Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich genug... Ich meine, ich bräuchte so viele, um alle anderen Städte zu... anzugreifen. Bist du eigentlich deppert? Bist du eigentlich völlig deppert? Wir hatten gerade Krieg, du Trottel. Ich konnte sie nur... Ich habe noch nichts machen können, bevor du dich wieder aufgebuddelt hast. Wenn du hier irgendwas zu melden hättest, du römisches... Wo ist die netten Berli? So, jetzt sind wir hier weg. No chill. Was bauen wir hier in Sparta? Ich weiß es noch nicht. Ich meine, das Forschungslabor ist wirklich, wirklich unnötig. Mittlerweile. 38 Sekunden fertig. Bis dahin habe ich schon längst alles erforscht, was ich erforschen wollte. Oh, meine Artillerie.
Händler können wir auch keine mehr bauen. Kannst du einen Flugzeugträger? Du brauchst nur 24 Runden für einen Flugzeugträger. Bauen wir mal ein paar Flugzeuge. Warte mal, wo ist dein Hafen? Wo ist dein Hafen? Da ist dein Hafen, okay. Cool. Die Musik ist gerade auch wieder sehr fetzig. Möchte ich nur darauf hinweisen. Falls es laut genug eingestellt ist, dass es überhaupt wer hört. Ich glaube, wir halten dich jetzt auf, um dann nachher das Öl anzuschließen. Oh, wir haben schon eine Artillerie gebaut hier. Sure. Sure. Ja, damit wir sie die Runde einnehmen, glaube ich. Klassenkampf hat große Fortschritte gemacht. Wir haben wieder einen Siedler bekommen. Wo wollen wir jetzt den draufsetzen? Den können wir jetzt auf irgendein Öl draufsetzen, wenn wir wollen würden. Da irgendwo in Sibirien oder so. Aber ich habe ja eh genug Öl, also wieso? Stadt behalten? Ja, so. Jetzt können wir auch. Jetzt gibt es bald wieder Frieden auf der ganzen Welt. Ist nicht schön? Die Ruhe vor dem nuklearen Sturm sozusagen. 1, 2, 3, 4. Oh, darf ich dann immer mitmachen? Interessant. Was ist denn? Nein, ich will das nur weghauen. Oh, da macht aber nicht mit. Holy shit! Dieses Rokudan no Shirabe, das ich gerade völlig falsch ausgesprochen habe, ist ihm sehr wichtig. Das Eisen müsste aber nicht hergeben. Na gut, dann halt ohne Eisen. Das sind 5 Städte. 5, okay, passt. Vielen Dank. Freut mich. Ja, hoffentlich seid ihr dankbar. Ihr habt euch auch ganz unten auf der Prioritätenliste für den Atombomben eingereiht. Ihr habt es nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Unangefochten an der Spitze der gute Römer und der Kongo und der Army. Das sind so die drei, die definitiv das Bedürfnis haben, Bekanntschaft zu machen mit Atomwaffen. Ein bisschen Einheiten rumziehen. Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt zum Maschinengewehr verbessern will, weil sonst schießen sie dann von 2 Feldern weg und ich kann auch nichts schießen und bin furchtbar deprimiert deswegen. Ah, jetzt haben wir auch keinen Krieg mehr mit den allen. Geh nicht mal heilen, wenn du eh nichts Besseres zu tun hast. By the way, Gitarre? Lust auf Frieden? Gibst du mir Lust dafür? Nein. Ist auch okay. Gut. Weil dich jetzt am Anfang zu beschießen mit meinen ersten Atombomben macht auch keinen Sinn. Da ist schon wieder der Army da unten, glaube ich. Die Frage ist auch, wie, ich meine, wir können nicht ewig weitermachen. Kann man Städte ganz kaputt machen mit Atombomben? Bin mir nicht sicher, ich glaube nicht. Ich glaube, 1 ist das höchste der Gefühle, also sie auf 1 Bevölkerung runterzuschießen. Wir werden es sehen. Weil sonst müssen wir auch irgendwann einmal gewinnen. Ich weiß nicht, ob das nur mit dem Einsatz von Atombomben geht. Nein, ich muss ja die Hauptstädte einnehmen. Ja, ich meine, wenn man einfach alles andere mit Atombomben kaputt macht und dann mit einem kleinen Pänzchen in die Hauptstadt reinfährt, das wäre echt lustig. Außerdem, ja, wollen wir mal einen Blick werfen? Ich habe jetzt noch gar nicht drauf geschaut. Herrschaftssieg, Religionssieg. Der Kultursieg ist keine große Sache, der Wissenschaftssieg, da sollten sie dann nicht hinkommen, glaube ich. Wenn ich... Oh, wir machen 526, holy shit. Wenn ich sie schön zubombe, glaube ich. Die Religion ist halt ein bisschen die Frage. Also solange wir die Atombomben recht gleichmäßig verteilen, sollte da, glaube ich, auch nicht allzu viel schief gehen. Hoffe ich zumindest. Ja, bleiben wir mal da für einen Moment. Das ist okay so. Unser Siedler ist da oben. Ich hoffe, es spawnt jetzt nicht ein Barbare direkt daneben und nimmt ihn. Dann wäre ich wieder angefressen, sozusagen. China hat gerade die bösen Taten des Kongo denunziert. Ich finde den Kongo auch. Ich finde überhaupt alle böse. Du willst mal ausnahmsweise hier keine Forderung stellen, sondern nur ein komplett lopsided Angebot mir machen. Nein, wir müssen nicht mehr handeln. Ihr habt bald nichts mehr zum Handeln. Da gibt es ein bisschen Religionskrieg da unten. Soll mich nicht stören, solange keiner dabei die Überhand bekommt.
Du gehst dahin nochmal. Du stehst da dabei. Ah, du kannst eigentlich das mal machen. So, wer befördert du? Du, ich meine, du kannst doch zuerst noch in eine Richtung laufen. Wie in die dahin. Kann Nachbewegung angreifen. Oh, nice. Das mag die Beförderung sehr für Artillerieeinheiten. Wollen wir jetzt mit dir wirklich noch irgendwo hinsiedeln? Dann was smack dab in die Wüste? So als Prestigeprojekt? Meh. Wir könnten da eine hinbauen, damit wir das Uran auch noch kriegen. Ja, mehr Uran, besser. Also ich glaube, technisch gesehen eigentlich nicht, weil es wurscht ist, wie gesagt, aber... Im Philosophie... Na, wurscht. Ja, goodbye Artillery. Manhattan Project. Oh, 22 lange Runden. Das könnte man natürlich auch eigentlich... Eigentlich könnte man das natürlich auch holzen irgendwo. Da gibt es ja auch dann schön Wald zum Holzen eigentlich, wenn ich da eine Stadt hinbaue. Taugt man eigentlich hier ganz gut. Wo bist du jetzt? Wieso bist du da? Wollte ich nicht darüber mit dir? Wollte ich dann woanders hin mit dir? Ich weiß nicht mehr. Geh dahin. Na, dahin haben wir gesagt. Produktion will. Oh, da kann man wieder den Schmarrn machen. Kaufen wir halt mit Faith. Nehmen wir her damit. Mehr Panzer kann ich nicht bauen, wieso nicht? Also ich habe zu wenig Öl gerade. Natürlich auch ein schöner Unterhaltungskomplex irgendwo dahin. Das werden wir was bringen. Baue ich irgendwo anders noch einen? Hatte ich nicht anders? Du baust den Zoo. Wer könnte nämlich noch einen Zoo bauen grundsätzlich? Wer hatte den nächsten Unterhaltungs... Da war irgendwo einer. Oder ich wollte einen bauen und habe schlussendlich keinen... Ich habe doch noch einen in Auftrag gegeben. Irgendwo, wenn ich jetzt nur wüsste, wo. Also du baust einen, ha? Nein, du baust den Zoo. Okay, passt. Das heißt, wir können irgendwie dahin auch noch einen unterhalten. Das wäre immerhin 4 Städte. Ja, bauen wir einen. Nein, du musst dir das da zurücktauschen. Und bauen hier hin. Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Reparieren wir hier doch mal die heilige Stätte. Kommst du auch mal in die generelle Richtung? Sure. Haben wir jetzt irgendwo noch Feldkanonen außer in der Stadt da unten? Ja, 3 Stück habe ich. Oh, sorry. Maschinengewehr. Zu den Genen. Wenn ich ein Let's Play aufnehme. Mir ist selber so fad, wisst ihr? Wie fad muss euch nur beim Zuschauen sein? 3 Runden, bis wir da das L anschließen können. Bis dahin. Ja, hock dich halt aufs Öl dabei. Wir können noch keine Armee machen, aber bald. Könnt sich mal hier hinstellen. Ja, du chillst einmal da. Ich hatte da, Holzen wollte ich später mit dir, gell? Dann geh doch da drüben mal hin zum Holzen. Yay, mehr Uran. Man hätte die Stadt auch irgendwo gescheiter hinstellen können, aber fuck it. Monument. Und da kann man dann auch schön holzen. Mhm, Bezahlung für Schanzen. Du sollst dich auch ein. Das ist nochmal Öl. Und St. Louis. Ja, ich wusste es ja, dass der Armin da sich wie ein Krebsgeschwür ausgebreitet hat auf dem ganzen armen amerikanischen Kontinenten. Darf ich wieder nicht. Okay, dann ruh dich halt aus. Bitte. Was? Er liefert sich hier wirklich ein spannendes Match mit dem Römer um den ersten Platz auf der Wer wird zuerst platt gemacht Liste. Der Kongo verhält sich gerade ruhig. Ist ein bisschen hier der Außenseiter.
Weil der Kongo ja in Wahrheit eigentlich der ist, der am brandgefährlichsten ist. Wobei, so groß ist der Unterschied jetzt in der Wissenschaft zwischen den dreien eh nicht. Ja, der Röhm ist auch am nächsten. Raketenziel, das brauche ich ein Ding. Ah ja, genau, das brauche ich auch noch. Wie heißt denn das? Wie heißt das Zeug? Ein Militärzeug? Ein Militärzeug? Kann ich das überhaupt schon bauen, Militärzeug? Das Ding, das dann die Raketensilos bauen kann. Ich kann auch kein. Wieso kann ich kein Militärzeug bauen? Was brauche ich. Und wie heißt er denn? Okay, Moment. Ich weiß, wie ich das rausfinde, wie er heißt zumindest. Indem ich hier drauf gehe. Militärpionier. Okay, und jetzt gehen wir schauen. Militärpionier in der Wiki. Also nicht in der Wiki, in der Zivilopädie, sorry. ist das jetzt scheiße? Militärpionier. Pionier, genau. Was braucht man dafür? Militärtechnik. Boah, das ist irgendeine von diesen Scheiß, die ich nie erforsche, oder? Militärtaktik? Nope. Wo ist denn Militärtechnik, bitte? Warte mal. Ist das in der. Ist das eine. Ist das keine Tech? Nein, aber ich will wissen. Ja, das ist eine. Na, wie heißt's denn schon wieder? Aus Dingsbums. Kulturtech. Wo ist die? Gefällt mir überhaupt nicht. Nach Bauwesen, sagst du. Wo waren Bauwesen? Bauwesen war doch irgendwo da. Ich bin komplett verwirrt. Da ist Bauwesen. Bin ich jetzt ganz deppert? Die Antwort darauf ist definitiv ja. Was, nicht Bauwesen? What is happening? Eine erforderliche Technologien. Ich bin ganz deppert. Wir haben es eh schon. Wir haben es schon. Eine Waffenkammer braucht man dafür. Jetzt haben wir es. Hat ihn überhaupt nicht lange gedauert. Okay. Haben wir irgendwo eine Waffenkammer? Ich habe jetzt irgendwie keine Lust, all meine Städte durchzu. Kann ich das irgendwie besser sehen? Bei Berichten vielleicht? Not really, huh? Damn it! Sind doch alle unzufrieden. Hört's mal auf mit dem Unzufriedensein. Ich habe mich noch überhaupt keinen Grund dafür gegeben. Was ist mit dir? Hast du eine Waffenkammer? Du hast deine Waffenkammer. Da ist der Militärpionier. Was baust du gerade? Eine Schiffswerft. Fuck that. Ich baue einen Militärpionier. Wie viele Auflagen hat er? Hat er nur eine? Dann wäre ich angefressen. Ja, dann. Jetzt hängt schon wieder in eine blöde Taste. Passt. Geh mal. Ich brauche eine neue Tastatur. Also, passt schon. Du kommst einmal dahin. Der Rest heilt sich brav. Du kommst auch in die generelle Richtung. Mhm. Wir chillen mal kurz ein bisschen da. Mobilisierung haben wir noch nicht. Nächste Runde haben wir Mobilisierung. Schauen wir uns weiter da unten um. Fröhlich. Da ist ein Barb. Ein Barb-Armbrustschütze auch noch. Wo wollte ich dich jetzt hinhauen? Du kannst da holzen gehen später eigentlich. Yay! Mehr Uran. Wir haben 4 Uran mittlerweile, das Leben ist schön. So viel Uran. Runden. Ewigkeiten quasi. Und da müssen wir auch nochmal das was, wie heißt das, Operation Ivy machen oder so für die Wasserstoffbomben? Eieiei. Das ist ein steiniger Weg zur nuklearen Vernichtung. Wir machen jetzt mal eine Armee hier. Wir machen mal eine Armee. Ist jetzt beides 3. Wo sind denn die 4 eigentlich? Die sind da drüben jetzt. Auch egal. Ist mir zu anstrengend, darauf zu warten. Mach mal und
Ihr könnt mal kurz einen Korps bilden. Din, 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 din. Und wir können mal kurz wieder unsere Politik wechseln, damit wir ein bisschen mehr Geld machen. Zwei. Noise. Brauche ich das alles? Gibt es irgendwas wie mehr Produktion für Atomwaffen? Ich glaube nicht, aber wir können mal nachschauen. Ja. Na. Ja, passt schon so, würde ich sagen. Ausrichtung wählen, was wollen wir denn als nächstes? Nur mal jetzt die Armeen haben. Gehen wir Richtung. Ich meine, Atomprogramm wäre einfach thematisch passend. Bisschen Faschismus noch dazu. Totalitarismus. Faschismus heißt das Ding dann. Aber ich meine, das ist alles eh nicht. Naja, weniger Kriegsmüdigkeit wäre vielleicht ganz nett. Wir waren doch nicht faschistisch, oder? Wären wir mal faschistisch. Let's go all the way. Ich meine, wenn wir alles mit nuklearen Waffen zubomben, dann kann man eh nicht mehr wirklich böser werden. Von dem her kann man auch noch gleich Faschist werden dazu. Das ganze Paket sozusagen. Was mache ich? Wir sind an dem Punkt des Spiels angelangt, wo ich nicht mehr weiß, was ich bauen soll, weil wir schon zu weit fortgeschritten sind, aber noch nicht die Atomwaffen bauen können. Ein Flugzeugträger? Bahnflugzeugträger. Kann man nachher Bomber draufgeben, die Atomwaffen schießen können. Du könntest natürlich. Weißt du was? Du gehst jetzt mal in meine Hauptstadt und gehst dagegen spionieren. Wenn wir da so ein sensibles Projekt am Laufen haben. Beziehungsweise bitte ja ein paar Sargarde. Ein weiterer Fall von What the fuck soll ich hier machen? Wassermühle? Meh. Machen wir einen Handwerker, damit man nachher besser abholt. Das ist auch eine gute Holzstadt. Du warst ein Zoo. Das ist jetzt zumindest mal eine klare Sache in Longxi. Sich alle nicht die ganze Zeit weiter beschweren darüber, dass das Leben so hart wäre. Wir wollen das hier schneller bauen. Wir wollen das hier schneller bauen. Bleiben wir mal da. Wir wollen das hier schneller bauen. Oh, und wir haben 22 Minuten gespielt. Holy shit. Alright. In dem Fall hoffe ich, wenn mir das so Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like da oder abonniert den Channel. Aber vor allem, schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.